Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge TKKG Verrat an TKKG. Normalerweise ist es so, dass ich einen Teil an TKKG in einem Rutsch durchspiele und zwischen den Folgen bzw. Takes, wie wir Kunstschaffenden Sternchen dahinter stehend wir das nennen. Aber dieses Mal ist alles etwas komisch, würde ich mal sagen. Denn ich habe gerade eben schon die erste Folge geschnitten, weil ich bin natürlich ein verantwortungsbewusster Kunstschaffender. Und ich hatte natürlich noch kein Video für heute und dann musste das ganz schnell mal raus. Und was ist währenddessen passiert? YouTube hat natürlich just out of nowhere, wie ein Englischsprachiger sagen würde, also aus dem Nichts heraus, wie ein Deutscher sagen würde, herausgefunden, dass dieser Teil, in dem ich, also in dem Teil der ersten Folge, in dem ich zeige, guck mal, das ist das englische Titelbild dieses Spiels. Dort ist eine Melodie, die eingespielt wird, die aber identisch zu der ist, die auch in der deutschen Version abgespielt wird. Und YouTube dachte, dass dieses Lied, was in beiden Versionen komplett identisch ist, dachte YouTube, dass in der englischen Version es sich dabei um einen Teil handelt des Hörspiels TKG. Wie hieß es? Die Chinesin? Teil 1, glaube ich. Stimmt. Also wir spielen hier nicht TKG Verrat an TKG, sondern wir schauen uns ein Hörspiel an. Und das ist hier eigentlich alles eine Szenerie, die habe ich selber gezeichnet. Und im Hintergrund läuft eigentlich in Dauerschleife jetzt hier so diese Intro-Musik von Die Chinesin oder TKG Die Chinesin. Und das kann ich mir nicht erklären. Vor allem, weil in demselben Video bestimmt 2 Minuten danach dieselbe Melodie nochmal läuft. Ne? In dem Fall dann für die deutsche Version. So, aber ich habe ja erzählt, das ist ein und dasselbe Soundsample, wie wir Kunstschaffende das nennen. Also das ist ein und derselbe Ausschnitt an Musik. Ich meine, die haben natürlich nicht diesen Teil zweimal aufgenommen, nur für dieses Spiel, weil es Deutsch und Englisch ist, oder für diese Spiele, ne, es sind ja mehrere Spiele, sondern es ist ein und dasselbe. Das ist auch genauso in den Hörspielen und deswegen hat YouTube wahrscheinlich gedacht, aha, das ist aus dem Hörspiel. Nein, es ist nicht das Hörspiel Die Chinesin, sondern es ist TKKG Verrat an TKKG. Nur falls sich neben dem Titel im Titel stehend hier auf YouTube und in der Beschreibung und glaube ich noch in den Videotags und im Thumbnail ist glaube ich nicht drin, aber es steht überall. Also falls sich irgendjemand noch wundert, das hier ist in der Tat TKKG Verrat an TKKG. Gut. Ja, also ich bin auch tatsächlich, auch wenn es jetzt nur 1 oder 2 Stunden waren, auch irgendwie schon wieder so ein bisschen raus. Es tut mir leid. Ich versuche, mir das nicht anmerken zu lassen. Wer ist dieser nette junge Mann hier? Wir werden es rausfinden, denn nun werden wir mit ihm eine weitere Runde durch unsere schnucklige, kleine, in Winter gehauchte Stadt vollführen, durchführen, machen, tun.
ne? Sollen, müssen. Los geht's. Ab ins Sonnenstudio. Mit Karl, der auf jeden Fall so aussieht, als würde er sich sofort um diese Aushilfsstelle im Sonnenstudio bewerben. Los geht's. Schon erstaunlich, dass so ein bisschen Sonnenbank Frühlingsgefühle wecken kann. Aber das soll lieber Tim ausprobieren. Wow. Okay, gut. Also dann, das war's für diese Folge. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Sonnenbank Flavor Solarium Flow made by Karl. Karl Vierstein. Ne, gut. Dann wollen wir mal weitergehen zur Zuhandlung. Liebe Leute, gerade zur Weihnachtszeit ist Geben seliger denn Nehmen. Eine Spende fürs neue Tierheim gefällig? Da mache ich mich erstmal schlau. Oh, sehr gut. Da mache ich mich erstmal schlau. Der streicht auch irgendwie so ein bisschen meine Anfangsvermutung zu diesem netten Herrn her. Ja, weil nicht nur mir kommt er suspekt vor. Vor allem sind ja auch so ein bisschen die Aufeinanderreihung der Events so ein bisschen oder der Vorkommnisse etwas suspekt. Aber dann sprechen wir mal eben mit ihm. Moin, moin, wie ist es so? Haben Sie schon viel eingenommen? Das ist eine interessante Frage. So lala. Aber je näher Weihnachten rückt, umso freigebiger werden die Leute. Umso freigebiger werden die Leute. Okay, Weihnachtsmann. Mit dieser übertriebenen, dunklen Stimme. Zum Glück hast du nicht freizügiger gesagt. Das wäre sehr suspekt gewesen. Kommen hier viele Leute vorbei? Ja, das ist wirklich interessant, weil je mehr Leute, desto mehr kann theoretisch passieren, ne? Meistens Kinder von der neunmal klugen Sorte machen sich über mein Kostüm lustig, lachen darüber, dass ich mir den Allerwertesten abfriere. Also ich meine, könntest du ja auch einfach noch eine Lederjacke und irgendwie eine gescheite Korthose drunter ziehen. Na, also es, lieber Weihnachtsmann, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Bin ich jetzt auch neunmal klug? Oder bist du einfach nur dumm? Heute bin ich rebellisch drauf. Ich habe schon zwei Kaffee drin. Jetzt ist hier Party am Start, Leute. Rein geht's in die Zuhandlung. Wollen wir mal schauen, was da drin so zu erfahren gibt. Was? Guten Tag, was kann ich für dich tun? Hallo, ich schaue mich nur mal um. Was war das denn, dieser Papagei? Rein, rein! Warum sagt er denn nicht Neckar, Neckar? Oh Gott, es tut mir leid. Hallo. Wie geht's Ihnen denn, nette Frau? Ist es... Entschuldigung. Ist es notwendig, den Laden mit einer Videokamera zu überwachen? Ja... Na, ich habe ja auch in der ersten Folge mir schon gedacht, vielleicht könnte man sich mal die Bilder der Videokamera anschauen irgendwann. Du glaubst gar nicht, wie viel hier gestohlen wird. Herr Buldewin, mein Chef, will die Videoüberwachungsanlage so bald wie möglich anschließen. Ah, okay. Die ist natürlich ist sie noch nicht angeschlossen. Aber vielleicht ich als hackender Karl, vielleicht kann ich dir helfen. Dieser Papagei, ey. Ajo, ajo. Vielleicht sollte ich hier auch erwähnen, ich habe irgendwie so ein bisschen, also je besser Papageien sprechen können, desto mehr Angst habe ich vor denen. Wirklich
ohne Mist. Ich habe richtig Schiss, weil ich dann nicht genau weiß, und bei mir ist es immer relativ wichtig, wie ich den Papageien dann einschätzen muss, kann. Wenn der da jetzt irgendwie, was weiß ich, von Goethe irgendwelche Schriftstücke vorliest, dann würde ich, glaube ich, rückwärts wieder aus dem Laden laufen. Da hätte ich wirklich so viel Schiss vor diesem Vieh, dass da irgendwie sonst irgendwas passiert. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Dürfen wirklich keine Hunde in den Laden? Das ist aber eher ungewöhnlich, oder? Dass Hunde nicht in so eine Zoohandlung mit rein dürfen? Also ich würde bei kleinen Hündchen im Laden ein Auge zudrücken, aber der Chef schwört auf Prinzipien. Na, ich würde meinen Hund im Winter nicht draußen frieren lassen. Wir sind eine Zoohandlung, aber wir schwören auf Prinzipien. Oh, das können wir uns anschauen. Hätten wir vielleicht auch mit Tim schon machen können. Machen wir gleich noch im Anschluss. Ich schwöre auf Prinzipien, dass in meiner Zoohandlung auf keinen Fall ein Zoo entsteht. Denn die Zoohandlung ist für mich, in meinen Augen, nur für Menschen. Perfekt. Okay, also ich kann auch hier hinten Aquasnack Light mit Karl nicht anschauen. Ich würde gerne mal gucken, wohin der Papagei schaut, weil der guckt ja so rechts hoch irgendwie, so total apathisch. Und irgendwie so dieses Abschätzige, irgendwas ist da oben. Naja gut. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee, hier haben wir nichts. Gut, dann gehen wir mal hier ans schwarze Brett. So, was haben wir denn hier? Liebe Stadtkinder, jetzt im Winter sind die Vögel wieder auf unsere Hilfe angewiesen. Hier ein paar Hinweise. Bitte füttert Hänschenpiep. Oh Gott. Und seine Freunde draußen nur, wenn die Kälte anhält. Unter 5 Grad und Schneedecke. Das ist natürlich etwas, was die Jugend von heute noch nie wirklich kennengelernt hat. Also auch für euch mittlerweile so nicht mehr anwendbar. Wenn die Temperaturen über 0 Grad liegen, finden unsere gefiederten Freunde ihr Futter selbst. Legt nicht so viel auf einmal aus und reinigt die Futterstelle täglich. Euer guter Nachbar Herbert Achter. Okay, gut. Also wie gesagt, für uns ist dieser Aushang, ich wollte Ausschrieb sagen, wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber dieser Aushang ist für uns dann damit mittlerweile nicht mehr relevant. Wer braucht ein 200-Liter-Aquarium? Komplett mit Außenfilter, Heizung und Rundumabdeckung. Preis nach Vereinbarung. Da hat aber auf jeden Fall jemand Bock auf dieses 200-Liter-Aquarium. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Null Ahnung. Gar nichts. 6, 5, 4, 3 Kätzchen. Umstände halber abzugeben. Telefonnummer 304-5793. Okay. 1, 2, 3. Aber da hat jemand drauf geachtet. Das ist gut. Weil da ist manchmal echt ein bisschen ein Fallstrick. Ne? Wir haben hier 3 abgestrichene Zahlen und 3 Dinger fehlen unten. Hätte schon mal vorkommen können, dass da oben jemand vergessen hat, irgendwie eine Zahl mit abzustreichen. Und es sind nur 2, die weggegangen sind. Aber unten sind 3 Dinge abgerissen. Das wäre ein Fehler. Aber so ist gut. Wo ist Piep? In Klammern Karlchen. Wie heißt der jetzt? Heißt der Piep oder heißt der Karlchen? Telefon 2157130. Wer hat meinen Foxterrier gesehen? Mein kleiner Rüde ist sehr verspielt, hat aber Angst vor verschlossenen... Was? Räumen. Was? Da steht da B... Belohnung. Ich muss mal näher an den Bildschirm gehen. Einen Moment. Ach so. Belohnung. Ausrufezeichen. Bleib treu. Telefonnummer 3062742.
Okay. Also da auch eine Information, ne, falls ihr mal irgendwie ein geliebtes Tier verliert oder es abhanden kommt oder vielleicht auch im schlimmsten Fall, das möchte ich niemandem wünschen, dass es vielleicht auch entführt wird. Es ist super dämlich, so eine Anzeige in Schreibschrift zu schreiben. Also Schreibschrift, das hier ist Schreibschrift, ne? So in Schnörkelschrift. Es gibt einen bestimmten Namen, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber das ist super dämlich, das so zu schreiben, weil man mindestens 2 von 3 Leuten können das nur lesen und der dritte weiß vielleicht, wo der Hund ist, aber kann es nicht lesen, weil das so verschnörkelt ist. Schreibt es doch einfach so, wie das hier steht. Schön in. Ah nein, das ist Schreibschrift und das ist Druckschrift, ne? So, jetzt. Bang, power. Immer schön in Druckschrift schreiben. Dann kann das jeder gut lesen. So. Auf den Hut gekommen. Luxusunternehmen wie Domani entdecken das Haustier als Kunde wahrscheinlich. Okay, gut. Dann. Kunde. Sehr gut. Und mir ist auch gerade eben aufgefallen, ich habe die ganze Zeit eine andere Maus zum Zeigen verwendet. Und euch ist überhaupt nicht aufgefallen, welche Schrift ich meinte. Die in der Mitte auf jeden Fall. So. Hier haben wir jetzt erstmal alles abgehakt mit Karl. Und wir finden uns wieder in der verschneiten Stadt mit Jazzmusik. Alle sind am Husten und es schneit. Doch Gabi trägt ein schönes Kleid. Hat dich jemand von der Verwaltung geschickt? Ich habe doch gesagt, dass ich mich allein um alles kümmere. Ich heiße Karl und habe für eine alte Dame nach ihrem vermissten Hund gesucht. Leider Fehlanzeige. Da ich mich statt auf Schoßhündchen auf Kampfhunde spezialisiert habe, kann ich dir kaum helfen. Lass mich jetzt weiterarbeiten. Les den Hund, Madame. Nennt man mittlerweile Listenhunde und nicht Kampfhunde. Naja, Frau Expertin. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist natürlich ein ewig altes Spiel. Von daher, damals war das noch so. Mittlerweile tatsächlich Listenhund. So, dann wollen wir mal weiter zu der älteren Dämlichkeit. Grüß dich, mein Junge. Tut mir leid. Ich weiß zwar, dass Gabi dich vorgestellt hat, aber ich habe deinen Namen vergessen. Ich heiße Karl Vierstein. Ach, ja, richtig. Warte, ich hole dir ein paar gute Spekulatius. Machen Sie sich bitte keine Umstände. Karl, keine Sorge, macht sie nicht. Sie macht sich keine Umstände. Oh, wir können da hinten bei die Schreibmaschine schauen. Da hätte sie doch auch mal die vermissten Anzeige von ihrem Hund mal mit der Schreibmaschine schreiben können. Nein, mal eben kurz auf dem kleinen Fitzel Papier mal eben ein paar Notizen runtergeschrieben. Ey Leute, ich suche meinen Hund. Tja, es hätte so viel besser werden können. Aber mal schauen. Was für eine interessante Schreibmaschine. Oh ja, auf die ist mein Mann ganz besonders stolz. Mit der Maschine kann man in Blindenschrift schreiben. Ach so, gut. Vielleicht doch nicht mit der Schreibmaschine, weil ich glaube, dann wäre die Wahrscheinlichkeit andersrum, dass nur oder wahrscheinlich nicht einmal einer von 3 Leuten diese Schrift dann lesen könnte. Ist doch gut, dass die vermissten Anzeige nicht mit einer Schreibmaschine geschrieben hast, mit der man in Blindenschrift schreiben kann. Und ich entschuldige mich für den implizierten und nicht wirklich gewollten Wortwitz. Dass nicht mal eine von 3 Personen den Hund gesehen hat. Gut, wir schauen mal hier unten bei die Plätzchen.
Okay. Immer noch etwas antik, dieses Ding. Aber das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Was ist hier mit der Pfeife? Eine Hundepfeife. Ich habe gelesen, dass sie so hohe Töne von sich gibt, dass selbst ein Mensch mit gutem Gehör sie nicht mehr wahrnehmen kann. Die Töne liegen im Ultraschallbereich und sind für Hunde gut hörbar. Noch höhere Töne als Hunde können Katzen wahrnehmen. Den Rekord halten Fledermäuse. Aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil kann tatsächlich auch unangenehm für Hunde. Angenommen, empfunden. Ach Gott, diese Wortfindungsstörung. Immer wenn ich Videos aufnehme. Sonst bin ich am Labern ohne Ende. Und ich nehme Videos auf und der Kopf ist wie leer. Deswegen nennen mich die Leute auch Lehrer. Gut. Aber ich kann diese Hundepfeife irgendwie nicht mitnehmen. Ich pfeife. Das ist blöd. Weil, nochmal, wir könnten einfach durch die Stadt gehen mit der Pfeife und könnten zumindest dann schon mal versuchen, den Hund so zu finden. Aber das wäre zu einfach. So, dann wollen wir mal mit Willi zum Sonnenstudio. Oh. Och nö, da kriegen mich keine 10 Pferde rein. Tim wird's schon machen. Aber da steht ein Roller. Roller. Ein rollendes Gefährt steht dort. So, dann ab mal zur Zoohandlung. Warum die alle nicht zum Sonnenstudio wollen? Hey, da ist ja jemand, der es mit meiner Leibesfülle aufnehmen kann. Hohoho, wie wär's mit einem kleinen Beitrag für die Heimtiere? Nichts für ungut. Meine Familie spendet mehr, als in ihre Büchse passen würde. Wie wäre es mit einer kleinen Spende? Weil man hat, ja, die Message, die man überbringen möchte, kommt besser an, wenn man schreit. Gut. Naja, aber auch nochmal zu dem Sonnenstudio wollte ich sagen. Wie kann es sein, dass Willi, alias Klößchen, nicht in das Sonnenstudio gehen möchte, aber freiwillig ins Fitnessstudio vom letzten Teil? Komisch. Trägst du dein Haustier unter der Jacke? Tut mir leid, aber du musst deinen kleinen Freund draußen lassen. Hä? Das ist ein Missverständnis. Ich bin nur ein dick eingemummter Schokoladenfan. Wenigstens bekommst du von Schokoherzen und Zimtsternen ordentlich was auf die Rippen. Ich kann machen, was ich will. Ich nehme einfach nicht zu. Du Scheiße. Du musst deinen kleinen Freund leider draußen lassen? Ach du Scheiße. Aber gut, man muss dazu auch sagen, immerhin bleiben sich die TKG-Spiele ihrer Linie treu. Und bashen einfach in jede Richtung. Na, also da wird einfach alles wird da abgewatscht. Naja, gut. So, schauen wir erstmal hier bei dem Papagei. Der hält bestimmt den ganzen Laden auf Trab. Unser Maskottchen. Die Kinder lieben es. Sie lieben es. Das ist ein Maskottchen, aber es ist ein Papagei. Der Papagei. Aber gut. So viel dazu. Dann wollen wir auch erstmal hinten schauen. Gut, ich habe mit Karl auch gar nicht auf die Anzeige geklickt, ne? Das ist suboptimal. Aber gut, dann machen wir das jetzt mit Willi. Ein niedlicher Racker. Finde ich auch. Wow. Also, ich... Die Reaktionen sind ja verblüffend. Überraschend sogar. Aber gut. Und wie geht's? Ist Herr Boldewin da? Ja, den würde ich gerne mal sprechen, weil der war ja an dem Tag da, als der
Terry entführt wurde. Mein Chef? Ich weiß nicht, wann er wieder reinkommt. Ist auch eine immer etwas komische Ausdrucksweise, wenn die Leute sagen, ich weiß nicht, wann er wieder reinkommt. Warum sagst du nicht einfach, ich weiß nicht, wann Herr Bullewin wieder im Laden sein wird? Ich weiß nicht, wann er reinkommt. Ich bin cool. Genau, warum sagst du es nicht einfach so? Ich weiß nicht, wann er wieder reinkommt. Ach Gott, dieser Teil ist lustig. Nennen wir es lustig. So. Stimmt es, dass sogar Hunde ihre Lieblingsschokoladenmarken haben? Jein. Es kommt immer ganz darauf an, sehr objektiv betrachtet, es kommt immer darauf an, was der Hersteller für Zusätze da reinpackt. Denn Hunde, beziehungsweise auch alle Tiere, werden durch gewisse süchtig machende Zusätze in Leckerlis und Futter abhängig gemacht. Schön, oder? Oh ja, Leckerlischen, lila Hund, Schnapp 2, Knibberknabber, um nur einige zu nennen. Wir führen in diesem Jahr außerdem Weihnachtsmänner für Hunde. Gerade an den Festtagen fälschen die Leute ihre Lieblinge gern. Okay, mhm. Ich habe mir alles behalten, was du gerade gesagt hast. So, warte mal, ich wollte ja eigentlich mit... So, jetzt machen wir erstmal die Sache hier noch fertig. Ich wollte ja nämlich eigentlich mit Tim noch hier bei schauen. So, ich kann aber, glaube ich, auch nur rechts oben... Ah nein, ich kann hier nur zurück, aber ich kann hier draufklicken. Haben solche Suchzettel denn Erfolg? Mitunter schon. Okay, danke für deine Auskunft. Das ist ja famos, was wir hier für Informationen bekommen bei ihr. So. Ja, genau. Sieht aus wie eine Polaroid-Aufnahme. Kein gutes Fahndungsfoto. Das war das einzige Foto, das sein Frauchen auf die Schnelle gefunden hat. Warum hat sie denn nicht vorher ein Foto gemacht? Dass, falls der Hund mal entführt würde, dass sie dann ein Foto hätte. Ja. Ich bin wieder witzig am Start, ich weiß. So, dann ab mal. Ich habe jetzt gerade nur die beiden noch einmal eingeschoben, weil wir ja mit denen vorhin auch das schwarze Brett vergessen hatten. Dann wollen wir auch mal mit Klößchen zum Tierheim gehen. Wenn du dich an der Spendenaktion für das neue Tierheimgelände beteiligen willst, melde dich bitte in der Verwaltung. Hier hast du nichts verloren. Moment, mein Name ist Willi Sauerlich und ich... Von den spendablen Sauerlichs? Wenn deine Eltern auf eine weitere Dankesplakette aus sind, stiften sie am besten eine Parkbank. Gebäude C, dritter Stock, Abteilung Zukunftsprojekt. Aha, okay. Okay, so geht man auf jeden Fall mit Spendern um, würde ich mal sagen. Wenn deine Eltern auf noch eine Spendenplakette aus sind, dann sollten sie am besten eine Parkbank spenden. Oder am besten gar nicht mehr, denn ich will euer Geld nicht. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Ein Schelm, der denkt, dass alle Leute im Tierheim so sind. Aber es gibt auch nette Leute im Tierheim, tatsächlich. In allen Tierheimen. Klößchen, wie schön, dass du kommst. Nimm dir ruhig etwas von den Süßigkeiten auf der Kommode. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Danke. Richtig. Hast du noch ein Stück Kuchen? Das war ja im letzten Teil auch fantastisch. Wirklich, ich fand das sehr, sehr gut gemacht, dass als Klößchen reinkam, dass man dort dann den Kuchen schnabulieren konnte. Ich hätte tatsächlich da auch irgendwie erwartet, dass die dann einfach einen neuen Kuchen, also nicht erwartet, weil, ne,
sie einen backen muss, sondern weil das halt natürlich lustig gewesen wäre. Er kann immer wieder hinkommen und kann immer wieder neuen Kuchen essen. Aber es war auch cool, dass sie einfach ein Rezept mit eingebaut haben, dass sie dann sagt, ah, du kannst jetzt aber auch selber backen mit dem Rezept, ohne halt natürlich dann dabei zu bedenken, dass ja, Willi alias Klößchen sich wahrscheinlich ungern selbst einen Kuchen backt, sondern ihn einfach nur essen will. Ah, die Schokolade, natürlich. Aber Klößchen, es ist Hundeschokolade. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Frau Bleibtreu. Aber mit der Schokolade von meinem Vater ist diese Marke wirklich nicht zu vergleichen. Schmeckt irgendwie komisch. Herrje, das glaube ich gern, Klößchen. Du hast Terrys bunten Teller erwischt. Hundeschokolade ist zwar nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt, aber sie schadet auch nicht. Das soll mir eine Lehre sein. So, aber wir können auch nichts hier vom in Anführungsstrichen Menschenteller schnabulieren. Aber wir können einfach noch ein Stück Hundeschokolade futtern. Nochmal falle ich nicht drauf rein. Achso. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Egal. Komm, letztes Mal war nicht so gut, aber komm, scheiß drauf. Schmackofatz. So. Hat Ihr Hund Terry ein besonderes Kennzeichen? Ich hatte jetzt den Kopf sofort bei irgendwie so einem Autokennzeichen. Aber ob er ein besonderes Merkmal hat. Ob Merkmal. Nicht Kennzeichen, Merkmal. Es gibt da eine Möglichkeit, Terry auch von Weitem zu erkennen. Mein Mann hat ihm beigebracht, auf einen Pfiff mit der Hundepfeife mit dreimaligem Bellen zu antworten. Etwa so. Oh Gott. Uff. Frau Bleibtreu. Eine kurze Frage zwischendurch. Wo haben Sie diese Art und Weise der Hundekommunikation gelernt? War das mit dem Hund oder war das vielleicht mit Ihrem Mann irgendwann mal? Ich frage für einen Freund. Ist die Pfeife sicher auch für Ihren Hund bestimmt? So eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Dann nehmen Sie doch mit. Als Entschädigung für die Schokostrapaze. Vielleicht hilft sie euch sogar, meinen Terry zu finden. Vielleicht. So, Frau Bleibtreu, bitte, falls nochmal sowas mit so Geräuschen kommen sollte, bitte ich um eine Vorwarnung. Haben Sie noch mehr Haustiere? Also, von diesem Bild hier zu urteilen, weiß ich jetzt nicht. Es könnte ja hinter ihr noch eine Katze sein. Oder ein Elefant oder so. Haben Sie noch mehr? Ja, einen Schäferhund, den blinden Hund meines Mannes. Er hat ihn etwas hochtrabend Teiresias getauft. Teiresias ist, wie war das noch? Der blinde Wahrsager in den antiken Dramen von Sophokles. Mein Mann meint, das klinge doch nett für ein Hundepärchen. Terry und Teiresias. Ja, genau. Und dann macht es natürlich auch super viel Sinn, weil auf dem Bild ist er offensichtlich schon erblindet. Auf jeden Fall nur ein Bild aufzuhängen, wo beide drauf sind, nur mit Terry. Und Teiresias macht's Foto, oder wie? Er sitzt auf der anderen Seite von der Kamera und hält die Kamera und macht ein Foto. Oder warum ist er nicht mit auf dem Foto? Da kann man sich schon fragen, ist Teiresias vielleicht einfach nur der Führungsgehilfe von ihrem Mann?
Oder ist er tatsächlich Teil der Familie? Wer weiß das? Wer kann einem das erzählen? Ach ja. Mir gefällt dieser Teil tatsächlich sehr amüsant. Und dann schauen wir einfach mal in der nächsten Folge, was uns dann noch so über den Weg läuft und was wir dann noch so für Sachen rausfinden. Und ja, vor allem die lustigen und interessanten Sachen, was wir da so rausfinden, das schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, was da so passiert. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ja, bis dahin wünsche ich euch dann eine gute Zeit und wir sehen uns. Euer Kai. Ciao.